Moin zum Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Bossguide. Und zwar geht es heute um den Nikolaus, den findet ihr hier auf der Map. Natürlich wie immer solo und brutal, ja. Und da steht er ganz, ganz oben, also ihr müsst ganz nach oben laufen, weil da läuft der gute Dude rum. Ihr solltet Fähigkeiten mitnehmen, die Flächenschaden machen, weil der spawnt einiges an Skelette und sowas und deswegen solltet ihr sehr viel Flächenschaden haben. Die Armbrust ist hier nicht so mega geil, weil eben oft sehr viele Skelette im Weg stehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Eisnova mitgenommen, die habe ich durch Finn den Fischer bekommen und diese Chaos-Explosion, die ich bekommen habe von dem Typ in der Kupfermine. Die ist auch ganz geil, weil die auch einfach mehrere Gegner trifft. Jo, ich spiele ansonsten mit einer Kupferaxt, mit einer gnadenlosen Kupferaxt. So, und da steht er, der gute Dude, und macht so seinen Totenbeschwörer-Scheiß. Ist Level 35 insgesamt. Alles draufschießen. So, genau. Er lädt auf und dann schießt er so ein grünes Bällchen auf euch. Könnt ihr einfach sidesteppen. Und solange keine Skelette da sind, würde ich euch empfehlen, mit einer Fernkampfwaffe zu fighten. So, da müsst ihr raus. Ich würde auch immer aus dem Weg gehen, weil, also auf Fernkampf gehen so ein bisschen, weil wenn er diese Totenköpfe macht, die um ihn herum wegfliegen, dann habt ihr einfach bessere Möglichkeiten auszuweichen, weil die auch so ein bisschen Schlangenlinien machen, wenn ihr weiter von ihm weg seid. Ja, also das, jetzt kommt wieder der Ball. Da auf jeden Fall nicht treffen lassen. So, und ihr seht, wie viel Schaden ich ihm am Anfang schon mache, bevor er überhaupt die erste Skelette spawnt. Nur weil ich jetzt eine Fernkampfwaffe benutze und eben sehr viele meiner Zauber draufhaue. Also ich habe halt keinen defensiven Zauber dabei, halt nur meine Spacebar und sonst zwei offensive Zauber. So, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt kommen die ersten Skelette, wie ihr seht. Und jetzt wird es auch ein bisschen schwieriger, seine Attacken zu erkennen. So, jetzt geht er wieder rüber und jetzt kommen wieder diese Viecher. Und das Geile ist, warum nehme ich diese Frostnova mit? Weil die Frostnova ihn trifft, egal wer vor ihm steht. Alle anderen Spells werden abgefangen von den Skeletten, die einfach im Weg stehen. Deswegen nehme ich nur Spells mit, die durch andere NPCs durchgehen können. Das ist der Grund. Weil ihr seht, mit den Pfeilen zu schießen ist relativ schwierig. Und wenn er halt irgendwas bubbelt, dann macht er jetzt sogar dreimal hintereinander oder sogar noch öfter viermal hintereinander diese Totenköpfe. Und da laufe ich einfach weg und bin einfach unterwegs. Ich gehe nicht in den Nahkampf. Ab und zu, wenn ich sehe, einer der Minions hat wenig Leben, dann finishe ich das Minion auch, weil je weniger mich auf mich ballern die ganze Zeit im Fight, desto besser. So, jetzt kommen wieder einige mehr. So, seht ihr, wie viele Skelette da kommen? Ich bleib schön auf Abstand. Mach meine Flächenangriffe, ne, auch mit der Q von der Armbrust. Einfach immer in die Menge rein, dass ich möglichst viele Gegner gleichzeitig treffe. Immer den kompletten Flächenschaden rein. Und zack, kriegt ihr die ganzen Viecher auch kaputt. So, jetzt seht ihr, ich treffe ihn wieder, den Nikolaus. So, rausgehen, zack. Einfach auf Abstand bleiben, gucken, dass ihr die alle kitet. Und drauf. Und zack. Ah, das ist daneben. Jetzt kommen wieder ein paar Viecher. Oh, jetzt hat es mich getroffen. Der macht natürlich ordentlich Schaden, dieser kleine Ball, den er wirft. Jetzt schießt er noch so ein Ding. So, schön im Fernkampf bleiben. Ich kümmere mich um den anderen Boy. Ah ja, jetzt hat er mich getroffen mit seiner Teleport. Das macht eine Furcht. Natürlich nicht so geil, weil ihr euch dann kurz nicht bewegen könnt. Oder ihr euch gezwungen werdet, euch zu bewegen. Und jetzt die Ulti drauf. Und dann finishen. Dann war's das. Also die Ultimate, die spare ich mir meistens ein bisschen auf. Falls ihr schon eine habt. Und ja, also ich glaube, so ist es relativ easy, wenn ihr den Gegner besiegen wollt. Einfach Flächenschaden machen, der durch andere Mobs durchgeht. Wie gesagt, das funktioniert ja mit der Armbrust und den Pfeilen von oben auch ganz, ganz gut. Genau, das war Nikolaus, der Gefallene. Ihr bekommt gefranste Vorhänge, ihr bekommt Sortiment einfacher Kerzenständer, was ganz cool ist. Ihr bekommt eine Papierpresse, wo ihr dann euch Forschungsrollen und sowas herstellen könnt, damit ihr weiter forschen könnt. Und ihr bekommt eine Klasse Zauber 3 Unheilig, was sehr, sehr geil ist. Das ist nämlich die erste Ultimate, die ihr bekommt. Da gibt es die Spinne oder die Skelette. Also bei den Skeletten könnt ihr ganz, ganz viele Skelette beschwören.
Und bei der Spinne, da spawnt ja so ein Haufen Spinnen, die explodieren. Und die spawnen dann nochmal kleinere Spinnen, die dann auch wieder explodieren. Ich finde, für PvP finde ich die Spinnen ein bisschen besser, die sind ein bisschen gezielter. Aber die anderen Skelette finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber es ist auf jeden Fall geil, dass ihr hier auch eine Ultimate bekommt von dem. Vor allem für PvE finde ich, ist das eine sehr, sehr geile Ultimate. Jo, das war der Nikolaus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bossguide weiterhelfen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr Flächenschaden habt. Falls ihr weitere Bossguides sehen wollt, blende ich euch hier mal die Playlist ein. Da sind alle Bossguides zu V-Rising drin. Genau, immer auf Solo und auf Brutal, damit ihr da den größtmöglichen Nutzen draus zieht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Stay Pam, ciao.